Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fitness-Tracker-Test von mir. Ich bin Alex von wearablesguide.de und heute nehmen wir einmal Xiaomis neues Mi Band 4 genauer unter die Lupe. Das Vorgängermodell Mi Band 3 ist das meistverkaufte Fitnessarmband weltweit und so war ich schon gespannt, was das Nachfolgemodell Mi Band 4 so leisten kann. Der Preis ist auch beim Xiaomi Mi Band 4 wieder sehr günstig. Zwischen 30 bis 45 Euro je nach Händler und Angebot zahlt man für diesen Tracker. Für mein Testmodell habe ich 39 Euro gezahlt. Das ist nicht wirklich viel für ein hochauflösendes Farbdisplay und eine ziemlich genaue Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Dazu aber später mehr. Was der Fitness-Tracker im Alltag und beim Sport zu bieten hat, das schaue ich mir in diesem Test genau an. Natürlich schaue ich mir in diesem Testbericht die Funktionen an und vor allem teste ich auch die Messgenauigkeit des neuen Fitnessarmbands und die der Mi Fit App des Trackers. Schnappt euch also einen Kaffee und dann legen wir gleich los. Im Lieferumfang findet sich ein Silikonarmband und der ovale Fitness-Tracker mit einem USB-Ladegerät. Dazu eine Kurzanleitung, um den Tracker einzurichten. Das Design ist weiterhin schlicht gehalten. Allerdings sieht der Tracker durch das neue AMOLED-Farbdisplay jetzt einfach viel hochwertiger aus. Der Vorgänger war noch monochrom. Meiner Meinung nach ist das Design funktionell und schlicht, kein Tracker zum Angeben. Allerdings dürfte das auch nicht die Zielgruppe des Unternehmens sein, denn das Armband zielt ganz klar auf Kunden ab, die nur die Funktionen und die Messung interessiert. Im Vergleich zum Mi Band 3 ist das Display nochmal größer geworden. Waren es beim Vorgänger noch 0,78 Zoll, so sind es beim Mi Band 4 nun 0,95 Zoll. Das AMOLED-Farbdisplay bietet mit 120 auf 240 Pixel eine sehr klare Anzeige. Auch bei starker Sonneneinstrahlung lässt sich der Fitness-Tracker dank einer hohen Displayhelligkeit und starkem Kontrast sehr gut ablesen. Jetzt können die Infos beim Laufen oder Radfahren in der Sonne einfach viel besser abgelesen werden. Das war tatsächlich eine kleine Einschränkung beim Mi Band 3. Die Helligkeit kann am Mi Band 4 in 5 Stufen eingestellt werden. Die automatische Aktivierung des Displays durch das Anheben des Arms funktioniert deutlich zuverlässiger als beim Vorgängermodell und ist gerade beim Laufen und allgemein beim Sport sehr angenehm. Neu beim Mi Band 4 sind änderbare Watchfaces. In der Mi Fit App lässt sich das Aussehen des Trackers an seinen eigenen Geschmack anpassen. Zum Zeitpunkt meines Testberichts standen 57 verschiedene Watchfaces schon zur Auswahl. Xiaomi hat angekündigt, diese Auswahl ständig zu erweitern. Im Lieferumfang ist ein Armband enthalten. Beim Armband handelt es sich um ein einfaches Silikonarmband, das wie beim Vorgänger angenehm auf der Haut zu tragen ist. Aber es ist auch nichts Besonderes. Den Druckverschluss finde ich persönlich sehr praktisch. Bei mir hat er sich nie geöffnet. Mich nerven immer diese Uhrenarmbänder bei Fitnessarmbändern, aber das mag Geschmackssache sein. Es gibt ein paar Drittanbieter, die etwas dickere Armbänder aus verschiedenen Materialien anbieten. Wer also Wert auf das Aussehen legt, der soll sich hier mal umschauen. Übrigens passen auch die Armbänder für den Vorgänger Mi Band 3 für das Mi Band 4. Links zu den besten Ersatzarmbändern für das Mi Band 4 findest du auf meinem Blog. Den Link habe ich dir dazu in die Videobeschreibung gepackt. Der 135 mAh Akku hielt bei mir im Test bei intensiver Nutzung 16 bis 17 Tage durch. Bei normaler Nutzung hält der Akku wohl bis zu 20 Tage laut Hersteller. Aber auch die 16 Tage bei permanenter Pulsmessung, vielen Sporteinheiten und überdurchschnittlicher Nutzung während meines Tests sind wirklich stark. Denn im Vergleich zu den meisten anderen Fitness-Trackern bei mir im Test ist das überdurchschnittlich lange. Die meisten Tracker halten gerade einmal 5 bis 7 Tage durch, viele noch weniger. Wer eine Smartwatch hat, der muss oft sogar täglich laden. Aufgeladen wird das Mi Band 4 mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät. Dafür muss der Tracker leider aus dem Armband genommen werden, ist dann aber in deutlich unter 2 Stunden voll aufgeladen. Durch einen Druck auf den unteren kreisrunden Bereich am Display aktiviert ihr das Display. Das Touch-Display reagiert sehr schnell und zuverlässig auf Wischen mit dem Finger. Über das Menü des Mi Band 4 lassen sich die wichtigsten Einstellungen direkt vornehmen. Unter dem Menüpunkt Status kann man hier den aktuellen Tagesstatus abfragen und sich die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Strecke und die verbrauchten Kalorien anzeigen lassen. Zurück zum Homescreen kommt ihr übrigens immer durch einen Druck auf den unteren kreisrunden Bereich am Display.
Über den Menüpunkt Puls könnt ihr spontan den aktuellen Puls messen. Das funktioniert übrigens unabhängig davon, ob ihr die automatische permanente Pulsmessung aktiviert habt oder nicht. Die Messung ist schon sehr genau, was ich mit einem Pulsmesser in mehreren Stichproben im Alltag und beim Sport geprüft habe. Für Freizeitsportler und im Alltag absolut in Ordnung. Wer 100% exakte Daten will, der muss zu einem teuren Tracker bzw. einer Sportuhr mit Brustgurt greifen. In der MiFit App habt ihr die Möglichkeit, die Pulsmessung einzustellen. Hier könnt ihr die permanente Pulsmessung Tag und Nacht ein- und ausstellen. Zusätzlich könnt ihr die Intervalle für die automatische Pulsmessung auf 1, 5, 10 und 30 Minuten einstellen. Sehr praktisch finde ich die Möglichkeit der automatischen Anpassung bei Aktivitäten. Das Mi Band 4 erkennt, wenn ihr gerade sehr aktiv seid und erhöht dann auf Wunsch automatisch die Häufigkeit der Pulsmessung. Natürlich wird bei Sporteinheiten, die von euch manuell gestartet werden müssen, per Einstellung automatisch permanent der Puls gemessen. Zusätzlich kann in der App noch ein Warnwert für den Puls eingestellt werden, der euch dann durch eine Vibration angezeigt wird. Das nutze ich sehr gerne im Training. Über den nächsten Menüpunkt kommt ihr in die Sportarten. Neuerungen beim Mi Band 4 gibt es auch beim Training. Es sind nun 6 Sportarten, die direkt am Armband oder über die App gestartet werden können. Neu beim Mi Band 4 dazugekommen ist das Schwimmtracking im Schwimmbecken, das bei meinem Test sehr gut funktioniert hat. Hier werden Bahnen, Schwimmstil, die zurückgelegte Strecke, die Anzahl der Schwimmzüge und sogar der bekannte Swolf-Wert angezeigt, der von Profischwimmern gerne beim Training verwendet wird. Das ist für ein Fitnessarmband dieser Preisklasse wirklich herausragend. Ich kenne kein anderes Fitnessarmband in diesem Preisbereich, das diese Funktionen bieten kann. Für Schwimmer also definitiv eine sehr günstige Alternative zu einer sehr teuren Sportuhr. Einzig und allein auf eine Pulsmessung muss man hier während des Schwimmens verzichten. Für Freizeitsportler wahrscheinlich zu verschmerzen. Gleich wie beim Mi Band 3 können auch beim Mi Band 4 Laufen im Freien, Laufband, Radfahren, Gehen und ein freies Training aufgezeichnet werden. Beim freien Training wird die Trainingsdauer und dein Puls mit Pulszonen angezeigt. Über die Mi Fit App bekommt ihr dabei sehr detaillierte Aufzeichnungen mit vielen nützlichen Daten, um das Training und den eigenen Fortschritt zu analysieren. Wenn ihr das Smartphone während des Trainings mit dem Tracker verbindet, dann bekommt ihr genauere Daten und die Streckenverläufe in Google Maps direkt in der App angezeigt. Natürlich könnt ihr eine Trainingseinheit nicht nur über das Armband starten, sondern auch direkt in der Mi Fit App. Praktisch ist das Festlegen einer Pulswarnung während des Workouts, um nicht in den anaeroben Bereich bei aerobem Training zu kommen. Über das Schlafmonitoring kann die Qualität deines Schlafs analysiert werden. Neben der Einschlaf- und Aufwachzeit zeichnet das Mi Band 4 auch die verschiedenen Schlafphasen und deren Dauer auf. Neben der Aufzeichnung der Trainingsdaten und den Analysefunktionen des Schlafmonitoring bietet die Mi Fit App noch einige weitere Personalisierungsmöglichkeiten an. Neben der Einstellung verschiedener Watchfaces können mehrere Wecker programmiert werden, damit ihr morgens sanft durch Vibrationen am Armband geweckt werdet. Es gibt auch eine Snooze-Funktion, damit ihr nicht gleich aufstehen müsst. Über die Einstellungen kann genau festgelegt werden, welche Apps vom Smartphone direkt auf das Armband benachrichtigen dürfen und welche nicht. In der Mi Fit App könnt ihr über die Einstellungen den Ort für das Wetter ändern, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder euren aktuellen Standort automatisch erkennen lassen. Dazu eingehende Anrufe und SMS konfigurieren und Termine einstellen mit Erinnerungsfunktion. Natürlich gibt es auch eine Inaktivitätswarnung zur Motivation, wenn ihr das möchtet. Ich empfehle euch auf jeden Fall einen Nachtmodus einzustellen, den ihr individuell zeitlich konfigurieren könnt. Über die Bildschirmeinstellungen kann die Anzeige am Mi Band 4 in der Reihenfolge verändert werden und auch einzelne Menüpunkte ganz ausgeblendet werden, wenn man das möchte. Über die Ziele festlegen Funktion können in der App die Ziele angepasst werden. Beim Aktivitätsziel lassen sich hier die Anzahl der Schritte pro Tag verändern, bis du über deine Zielerreichung auf dem Armband benachrichtigt wirst. Ebenso lässt sich hier ein Zielgewicht definieren, wenn du vorhast, über die App dein Gewicht zu tracken. Das Xiaomi Mi Band 4 wurde zum Vorgängermodell Mi Band 3 tatsächlich nochmal deutlich verbessert. Besonders beeindruckend fand ich die Messgenauigkeit beim Sport und im Alltag. Bei meinem Schrittzählertest konnte das Armband voll überzeugen und auch die Pulsmessung am Handgelenk ist jetzt gerade im Alltag sehr genau. Leichte Schwächen hat die optische Pulsmessung von Fitness-Trackern immer noch bei Leistungsspitzen, also zum Beispiel bei meinem Laufintervalltraining.
Aber das ist bei allen Fitness-Trackern bei mir im Test so gewesen und dürfte den Freizeitsportler nicht weiter stören. Profis und ambitionierte Freizeitsportler müssen hier immer auf eine hochwertige Sportuhr mit Brustgurt zurückgreifen. Das kostet aber definitiv mehr als meine 39 Euro, die ich für das Xiaomi Mi Band 4 gezahlt habe. Die Akkulaufzeit ist wirklich stark und lässt fast alle Konkurrenten ziemlich blass aussehen. Bei dem Preis lässt sich das fehlende GPS-Modul verschmerzen. Das bekommt man zu diesem Preis einfach bei keinem Tracker. Durch eine Verbindung mit dem Smartphone nutzt der Tracker die GPS-Funktion bei mir im Lauftraining sehr zuverlässig. Die Verbindung ist schnell hergestellt und brach bei mir im Test nicht einmal ab. Auch beim Schwimmen hat mich das Xiaomi Mi Band 4 überzeugt. Hier bekommt man einen wirklich brauchbaren Schwimmtracker, natürlich ohne Pulsmessung im Wasser, für ein Taschengeld. Alles in allem ist das Xiaomi Mi Band 4 in dieser Preisklasse für mich aktuell der beste Fitness-Tracker auf dem Markt. Meinen ganzen Testbericht mit allen Infos zur Messgenauigkeit und weiteren Infos zum Armband findet ihr auf meinem Blog. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was ihr vom Mi Band 4 haltet. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren und abonniert natürlich gleich meinen Kanal. Danke und viele Grüße, euer Alex.